So. Ist schon irre, ne? Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du dir mein neues Video anschaust. Wie du sehen kannst, bin ich hier heute mal wieder rausgegangen, direkt an die Nordseeküste zum Wattenmeer. Und da möchte ich jetzt gleich mal die R2S starten. Die habe ich hier mitgebracht und dann wollen wir mal schauen, wie das hier hinhaut. Es ist ein bisschen sehr windig heute, aber ich denke, das wird schon klappen. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem gut verstehen könnt mit dem Rode-Mikrofon und dem Windbüschel drauf. Denn dadurch dürfte die Störgeräusche mit dem Wind dürften etwas minimiert sein. Wenn ich mich hier so mal direkt in die Windrichtung drehe, dann dürfte das Knacken und das Stören schon ein bisschen stärker sein. Aber ich denke, das ist auch noch erträglich. Ja, wo befinden wir uns hier heute? Wir sind in der Nähe von Cuxhaven in Salenburg. Das ist hier das Salenburger Watt. Und da kann man so ein Stückchen hier mal trockenen Fußes lang gehen. So, dann kann ich euch das hier so mal zeigen. Ich werde ja gleich noch die R2 fliegen und dann gibt es da noch mal ein paar mehr Details auch zu sehen für euch. Ja, falls euch das Video gefällt, so wie immer, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt einen kleinen netten Kommentar für mich. Freue ich mich immer drüber, das wisst ihr ja. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Flug der DJI R2S. Ja, da bin ich dann zu sehen, hier in meiner ganzen Pracht, mit meinem schönen E-Bike und der Insta 360 One X2, die macht hier wieder die schöne Gesamtübersicht. Ja, ich fliege jetzt im Cine-Mode, also mit Sensoren. Mal schauen, wie das so hinhaut. Fliegen wir mal da hinten über die Hero 9 drüber. Hat er gemerkt, dass da eine Hero 9 ist. Ja, die Sensoren, die lieben Sensoren. Okay, versuchen wir es nochmal von so. Ja, da hält er dann an. Das ist wie gesagt die Hero 9. Fliege ich mal herum. So, Hero 9. Da steht sie. Dann mache ich mal eben die in den Sportmodus, damit ich ein bisschen näher rankomme. Die Hero 9 ein bisschen näher filmen kann. So. Ist schon irre, ne? Die Hero 9, ja. Okay. Sportmod.
nochmal Boomerang richtig schön hoch. 50 Meter, Boomerang. Helix Start. Einmal Asteroid. Asteroid. Das geht nur in 1080p. Das ist ja interessant. Asteroid geht nur in 1080p. Start. Kreisen. Jetzt geht's. Sehr gut. Ausgezeichnet. Meter Rocket mal machen. Okay. Wow. 100 Meter Droni. Im Hintergrund, vielleicht könnt ihr das erkennen, sind dann auch ein paar Rinder und Pferde. Und mit diesen Eindrücken möchte ich mich dann jetzt in diesem kleinen Video auch wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt einen kleinen Kommentar, freue ich mich immer drüber, das weißt du ja. Ja, und ansonsten bleibt mir dir nur zu wünschen, dass du gesund bleiben mögst, hab viel Spaß. Unternehmen was Schönes, so wie ich hier heute an der Nordseeküste. Und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also mach's gut und bis dann, dein Matthias.